We're going to look now into the discourse of Jesus. Nun schauen wir uns die Unterhaltung Jesu Christi. Jesus made a long discourse in the book of Matthew from the chapter 23 right up to chapter 25. Jesus Christus hat eine sehr lange Unterhaltung wirklich gehalten. Und diese Unterhaltung ging von Kapitel 23 bis Kapitel 25. And now we want to get an understanding of this sermon. Und wir möchten wirklich von dieser Predigt, von dieser Unterhaltung Verständnis gewinnen. So the first point that needs to be understood here, der erste Punkt, was hier begriffen werden soll, is that there are two seats. Nämlich es gibt zwei Sitze oder zwei Sitzstühle presented to us. Und diese zwei Stühle wurden uns vorgestellt. You see, many people doesn't see that. Denn viele Menschen sehen das nicht. And so I want to point our attention to it. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit hierauf lenken. Very important. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte, follow me so well. Also bitte folgt mir ganz genau. You see, the verse number one. Also Vers 1. Now Jesus spoke to the multitude and to his disciples. Hier sprach Jesus zu der Menge und zu seinen Jüngern. Saying the verse number two, saying the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Und hier heißt es nämlich, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die sitzen im Lehrstuhl Mose. You see, so here we see the judgment seat of Moses. Und hier sehen wir den Lehrstuhl von Mose. So the judgment seat of Moses was to judge the people, the children of Israel. Und der Lehrstuhl Mose war dafür da, damit das Volk Israel gerichtet wird. We see that in Exodus 18, 13 to 16. Das finden wir Zweiten Buch Mose 18, Vers 13 bis 16. And so in the days of Jesus, the Pharisees and the scribes and the Sadducees that made up the Sanhedrin, that is the religious court, were those that sat at Moses' seat. Zu Tagen Jesu Christi auf Erden, und zwar die Pharisäer und die Sadduzäer, sind diejenigen, die diesen Sanhedrin, sprich das jüdische Gericht, gebildet haben. Diejenigen, die an Moses Stelle gesessen haben und geurteilt haben. And now, please, very important. Bitte, das ist sehr wichtig. So the Pharisees, die Pharisäer, and the Sadducees, und die Sadduzäer, what does they represent? Wofür stehen diese Menschen? So how did they do their judgment? Wie haben sie denn geurteilt? You see, they judge according to the external law. Sie haben gemäß dem äußerlichen Gesetz gehandelt bzw. gerichtet. In other words, anders gesagt, their judgment was after outward appearance. Also ihr Urteil entsprach die äußerliche Erscheinung. And so there was inequality in their judgment. Und deshalb war es in ihrem Urteil wirklich Ungleichgewicht, Ungerechtigkeit. Favoritism. Ja, es gab Bevorzugungen. And so their judgment could not bring the people into salvation. Also ihr Urteil konnte das Volk nicht in die Errettung hineinbringen. And now we understand that salvation is eternal life. Und wir haben auch verstanden, dass Errettung ewiges Leben ist. And so whatever we do externally, our judgment externally, you know, will not bring us into that place of peace, of joy, and of righteousness which characterize the kingdom of God. The kingdom of God does not come with observation. It does not come from outside. Amen. Amen. Dementsprechend, was auch immer wir äußerlich tun, es wird uns keinen Frieden, keine Freude, aber auch nicht die Gerechtigkeit, die wir aus dem Heiligen Geist gewinnen. Denn warum? Das, was wir äußerlich tun, ist nur entsprechend dem Anschein, also so wie bei den Pharisäern. So that is why throughout in the chapter 23 of Matthew, und deshalb in Kapitel 23 von Matthäus, Jesus was rebuking them. Jesus hat den Schriftgelehrten und die Pharisäern getadelt. People of God. Volk Gottes. You see, God does not work from outside in. Gott wirkt nicht von außen nach innen. That is why we shouldn't look at what is happening and want to interpret. Und, you know, und das ist der Grund, warum wir nicht nach dem, was geschieht, schauen
und von dem, was geschieht, das Leben, sprich Errettung, deuten wollen. We want to explain throughout what appearance and event the unfolding of God's redemptive plan to man. Und wir möchten aus den äußerlichen, umständlichen Geschehnissen, wir möchten da die Erlösung, das Erlösungswerk Gottes für die Menschheit erklären. This is not possible. Das ist unmöglich. And that is why Jesus rebuked the Pharisees. Und das ist der Grund, warum Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten getadelt hat. And you know, because if we don't understand that, wenn wir das aber nicht verstehen, we cannot understand Matthew 24. Dann können wir Matthäus 24 nicht begreifen. And no, so look at the verse number 38 of Matthew 23. So Matthäus 23 Vers 38 schauen wir uns an. You see, we're just summarizing because of our time. Aufgrund unserer Zeit fassen wir das zusammen. He says, then behold, your house is left unto you desolate. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. We are the house of God. Wir sind das Haus Gottes. God is to live in our soul. Gott soll in unserer Seele wohnen. And so look at Jesus' rebuke. Doch, schau dir mal den Tadel Jesus an. This is when I look at you, Pharisees. Also wenn ich euch Pharisäer und Schriftgelehrten anschaue. Your house, euer Haus. Your soul. Euer Seele. Is left desolate. Ist öde. You empty. Ihr seid leer. There's no fulfillment. Es gibt keine Erfüllung. There's no joy. Es gibt keine Freude. There's no peace. Es gibt keinen Frieden. You can't bring justice. Du kannst keine Gerechtigkeit herbeibringen. Warum? Weil ihr aus dem Anschein urteilt. And so many people today. Und viele Menschen heute. They sit in Moses' seat. Sie sitzen am Lehrstuhl Mose. You know, I want to speak to my colleagues. Ich möchte zu meinen Kollegen sprechen. Those that God has given us the privilege to preach His word. Diejenigen, die Gott uns das Privileg gegeben hat, sein Wort zu predigen. We are not to sit on Moses' seat. Wir sollten nicht am Moses Lehrstuhl sitzen. You know, to judge the people through outward appearances. Wir sollten die Menschen nicht nach Äußerlichkeiten richten und beurteilen. You know. Rituals, external rituals. Also, wenn wir von Äußerlichkeiten sprechen, wir sprechen von äußerlichen Ritualen. No. Nein. Hallelujah. Amen. And then there is another seat. Und dann gibt es einen anderen Sitz. The judgment seat of Christ. Nämlich der Richterstuhl Christi. Amen. Amen. It's only written two times in the New Testament. Im Neuen Testament gibt es nur zweimal die Erwähnung von diesen Begriffen. In 1 Corinthians 5, the verse number 10. Das finden wir in 1. Korinther 5, Vers 10. In Romans 14, the verse number 10. And 11. Und das finden wir das zweite Mal in Römerbrief 14, Vers 10 und 11. You see, Paul says that who is he that judges his brother? Also, wer ist es, fragte Paulus in Römer 14. Derjenige, wer ist denn derjenige, der seinen Nächsten richtet, seinen Bruder richtet? Amen. Because judgment is given to Christ. Denn also das Gericht, beziehungsweise das Urteil, ist Christus überlassen. So the judgment is no more under the custody of the law. Das Urteil ist nicht mehr, und zwar bei dem Gesetz. Because by the law, all are condemned. Denn durch das Gesetz sind alle verdammt. But the one who brought the kingdom, doch derjenige, der das Reich brachte, that the prophet prophesied, also derjenige, über den die Propheten weisgesagt haben, of the grace that will come, und zwar derjenige, der die Gnade, also die kommende Gnade symbolisiert, he judges, der urteilt, righteous judgment, und zwar gerechtes Urteil, not judgment according to the external appearances, und zwar nicht Urteil oder nicht Gericht oder nicht das Richten gemäß der Äußerlichkeit. You see, he himself said it. Denn er selber hat es gesagt. In John. In Johannes Evangelium. 7, the verse number 24. Kapitel 7, Vers 24. He says, judge not according to appearance, und zwar, but judge righteous judgment. Und zwar richtet nicht nach dem äußerlichen Anschein, sondern richtet nach der Gerechtigkeit. Amen. You see, what does that mean? Was heißt das? We judge from within. Wir urteilen aus dem Innern. Why? Because the kingdom is within. Warum aus dem Innern? Weil das Reich in unserem Innern ist. You know, salvation is from within.
Errettung geschieht aus dem Innern. Oh, please follow me. Also folgt mir bitte. I'm just laying the foundation. Ich möchte, dass es klar und zwar begriffen wird durch dieses Fundament. That will bring us into an understanding. Also dieses, was uns zum Verständnis führt. You know, let's look at John 4. Johannes Evangelium 4. John 4, Jesus' confrontation with the woman at the well. Und zwar, wir schauen uns mal die Konfrontation, also die Begegnung Jesu mit der Frau aus dem Brunnen, also am Brunnen. John 4, the verse 21. Also Johannes 4, 21. Now Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werden. Because Jerusalem was a designated place of worship for the Jews. Warum diese Aussage? Jerusalem war ein bestimmter Ort der Anbetung für die Juden. That was where the temple was erected. Denn genau dort wurde das Bauwerk Tempel. And so if Jesus is making this statement, und wenn Jesus diese Aussage trifft, he's trying to say that the order will change. Und er versucht hier zu sagen, dass die Ordnung sich ändert. So it will not be in a certain place made with hands anymore. Also Anbetung wird nicht mehr an einem Ort stattfinden, wo das Bauwerk mit Händen gebaut so wird. So man will not meet God in a building, in an edifice, an external edifice. Also der Mensch wird Gott nicht mehr in einem äußerlichen, handerrichteten Bauwerk treffen. There is a change coming. Es gibt eine Änderung, die kommt. And so he said in the verse number 22. In Vers 22. He says, ye worship. Ihr betet an. You see, because worship is a place of union. It's a place where man and God meets and they become one. Übrigens, Anbetung ist der Ort, wo Gott und Mensch sich treffen und werden vereint. He says, ye worship, ye know not what. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. He said, we know what we worship. Wir beten an, was wir kennen. Salvation is of the Jews. Denn die Errettung ist aus den Juden. Oh, my Father. You see, because we're dealing with salvation here. Denn es geht Errettung. He says salvation is of the Jews. Denn Errettung ist aus den Juden. Then let's go to Romans 2. So, wir schauen uns Römerbrief 2. Let the Bible interpret itself. Die Bibel soll sich selbst auslegen. Who is a Jew? Wer ist Jude? You know, from the New Testament concept. Von dem Konzept vom Neuen Testament. You know, Romans 2, the verse 28 and 29. Römer 2, Vers 28 und 29. It says, for he is not a Jew, which is one outwardly. Denn derjenige, der äußerlich ein Jude erscheint, ist kein Jude. Neither is that circumcision which is outward in the flesh. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. So, you see, the Jews, the Pharisees, also die Pharisäer, they were Jews. Sie waren Juden. But they were Jews outwardly. Sondern sie waren auch äußerliche Juden. And so Paul is saying here, und Paulus macht es uns hier ganz klar, that is not true Jews. Das sind nicht die wahrhaftigen Juden. Oh, and then he said in the verse 29, und in Vers 29, he says, but he is a Jew, sondern der ist ein Jude, which is one inwardly, der ist innerlich, also der Jude innerlich ist. And circumcision und Beschneidung is that of the heart, ist die Beschneidung des Herzens, in the spirit, im Geist, and not in the letter, und nicht im Buchstaben. Whose praise is not of man, sein Lob kommt nicht von Menschen. Pharisee, they had their praise from men. Die Pharisäer haben wirklich gebadet in dem Lob von Menschen. Amen. Amen. You see, this is what is prevalent all this while. You know, people want praise from people. Oh, you're a great man of God. You see, it's not necessary. I mean, it's good. You can appreciate, you know, the source from which God uses, you know, to bless you and everything. But a true man of God doesn't care. Because it, you know, salvation comes from within. It helps you to get within you and so that from within you, Christ will be expressed. Und das finden wir heutzutage vor, dass man gerne von den Menschen wirklich, sage ich mal in meinen Worten, gekitzelt werden. Also, dass man nicht bestimmten Namen nennt, du gehst nicht bestimmte Privilegien. Bloß der Punkt ist, das ist nicht
die Quelle unseres Daseins. Denn warum? Es ist nicht verkehrtes, wenn man Lob und wenn man Ermutigung von Menschen bekommt. Und zwar, oder wenn man Menschen ermutigt, die als, sage ich mal, als Gefäß gedient, also gedient haben, damit Gott anderen Menschen erreicht und auch Gutes tut. Doch der Punkt ist, es soll die Quelle, es soll das innere Leben, es soll Christus in uns hervorgehoben sein. Amen. You see, so salvation, Errettung also, is of the Jews. Ist aus den Juden. So what does that mean? Was heißt das? It means that salvation, das heißt Errettung, is of the inward. Das heißt, Errettung ist aus dem Innern. Please listen. Bitte hört mal hin. Glory be to God. Ehre sei Gott. Salvation. Errettung. The kingdom of God. Das Reich Gottes. Christ. Christus. Is of the inside. Ist aus dem Innern. Is of. Ja? Also bitte merkt euch den Begriff, ist aus dem Innern. Originate from the inside. Das heißt, Errettung springt aus dem Innern hervor. So in other words, anders gesagt, salvation, Errettung, is to be walked out of the inside. Aus dem Innern ausgearbeitet werden. Oh yes. Amen. You remember. Ihr erinnert euch. I know you can remember now. Ich denke, ihr könnt euch genau erinnern. When Paul says in Philippians 2, als Paulus in Philippa 2 gesagt hat, the verse number 12, in Vers 12, what did he say? Was sprach er denn he da? Says, walk out. Da sagt er, arbeitet aus. Walk out. Also arbeitet nach außen hin. Your own salvation. Euer eigene Errettung. With fear and trembling. Und zwar mit Furcht und Zittern. Ah. With fear and trembling. Und zwar mit Furcht und Zittern. And so, that fear and trembling. Also Furcht und Zittern. We're going to look into it. Das schauen wir uns nochmal an. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, you walk out your salvation. Also bewirkt eure Errettung. Not from outside. Und zwar nicht von außen. Not like the Pharisees. Nicht wie die Pharisäer. But from within. Sondern ihr bewirkt eure Errettung aus dem Innern. Amen. Amen. With fear and trembling. Und zwar mit Furcht und Zittern. Let's look another verse. Wir schauen uns nochmal eine Bibel an. You know, just to continue, it says, for it is God, so it is God which walketh in you, because it's God. See, salvation is from within. It's God which walketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Nämlich in Philippa 2, Vers 13, da geht es dann weiter, nämlich, denn es ist Gott, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zum Wohlgefallen. Amen. Amen. And so let's look at Romans 15, the verse number 8. So wir schauen uns Römer 15, Vers 8. Romans 15, the verse number 8. Römer 15, 8. Now Paul says, hier spricht Paulus. He says of Jesus, he says, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Do you see something here? Also kannst du etwas sehen hier? Because when we go back to Romans 2, the verse number 29. Wenn wir zurückgehen zu Römer 2, 29. He says that the second part says, and circumcision is that of the heart in the spirit. Hier heißt es, Beschneidung ist die vom Herzen im Geiste. And not in the letter. Und nicht im Buchstaben. So Jesus Christ, Jesus Christus, is the minister, is der Diener of the heart. Er ist der Diener, der das Herz bedient. Amen. Because it says circumcision is of the heart. Denn hier heißt Beschneidung ist vom Herzen, ist die des Herzens. And so Jesus is the minister of circumcision. This is what Paul says. Und Paulus sagt es hier ganz klar, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. So, the ministry of Christ, also der Dienst Christi, circumcised the heart. Was tut es? Es beschneidet das Herz. To confirm the promise to the fathers. Und wozu das Ganze? Damit die Verheißungen zu den Vätern bestätigt ist. What was the promise of the Father? Und was wurde den Vätern verheißen? The kingdom of God. Das Reich Gottes.
And so Jesus circumcised the heart. Also Jesus Christus beschneidet das Herz. He takes away the flesh. Er nimmt das Fleisch weg. That is where the war. Aber genau dort findet der Krieg statt. That is where the tribulation. Genau dort findet die Bedrängnis statt. Glory be to God. Yes, glory be to God. Abba, Father. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr. And so if Jesus Christ, also wenn Jesus Christus walks from within, aus dem Innern wirkt, to establish and confirm the promise of the Father, damit die Verheißungen zu den Vätern bestätigt werden, do you think, denkst du wirklich, that he will just walk into you like that? Er wird einfach so ohne alles in dir reinspazieren? There will be war. Da geschieht Krieg. There will be fight. Da geschieht Kampf. Aha. Mhm. Hallelujah. Amen. And that is what brings us now to Matthew 24. So, das hier führt uns nun zu Matthäus 24. Hallelujah. Amen. Lay the foundation. Das Fundament ist gelegt. I know you may have read books and they are explaining to you the Matthew 24 from the historical point of view. That is not my issue. I come to understand that everything that has happened historically has a spiritual parallel. And I am the minister of the Spirit. I am the minister of the circumcision, just like Jesus Christ. They'll minister to you from your heart. Amen. To tell you the mechanism, the fight that is going within you for salvation to be manifest. And this is what Jesus Christ was talking about. Amen. And we're going to look into it right Amen. Now. Ich weiß, ihr habt Bücher gelesen, ihr habt Lesewerke und Schreibwerke gelesen. Und zwar über die historischen Berichte über Matthäus 24. Doch ich bin nicht aus der Historie. Ich bin ein Diener des Geistes. Ich möchte euch aus dem, und zwar, denn es ist wichtig für euch zu begreifen, dass jedes geschichtliches Geschehen hat eine geistliche Parallele. Und deshalb ist es wichtig auch, dass ihr wirklich mir zuhört. Ich bin hier gekommen, um euch die geistliche Bedeutung auszulegen, beziehungsweise offen zu zeigen. Ich bin hier gekommen, damit ihr seht, was aus dem Herzen gedient wird in Christus durch mich. Damit ihr auch seht, in welch, wo steht ihr denn tatsächlich? In Christus, in all dem, was er getan hat. Wo steht ihr? Amen. Amen. Halleluja. Amen. You see, salvation, Errettung, is pictured, wird, also ich sag mal so, wird abgebildet in God's dealing or God's relationship with the children of Israel. Nämlich in Gottes Umgang, in Gottes Beziehung mit den Kindern Israel. Where he brought them, where he took them from Egypt, wo er sie nahm aus Ägypten, to the promised land, und er führte sie ins gelobte Land. And that is called the Exodus. Aber genau das heißt Exodus. The passed over. Nämlich der Übergang, also das Hineingehen. Amen. Amen. From bondage, und zwar aus der Gefangenschaft, to freedom, in die Freiheit. From Egypt, aus Ägypten, to the promised land, zum gelobten Land Kanaan. From sickness, aus Krankheit, to health, in die Gesundheit. But that is not without tribulation. Doch all das geschah nicht ohne Bedrängnis. Do you remember? Kannst du dich erinnern? That when the children of Israel were journeying into their promised land, als die Kinder Israel reisten in das gelobte Land, what happened? Was ist ihnen geschehen? They had wars. Sie hatten Kriege. Amen. Amen. All over. Überall. Joshua war. Josua war nur am Kämpfen. To get into Jericho. Damit er in Jericho hineinkommt. To get into Ai. Damit er in Ai, also eine Stadt mit zwei Buchstaben, hineinkommt. You see, all these are symbolic. Also all das sind Symbole. And this is the war that is going within us. Und diese geschichtliche Kriege, die wir gelesen haben, aha, sind die Kriege, die in uns stattfinden, Taktik. You see, we read it as history. Wir lesen diese Geschehnisse als Geschichte. As letter. Als Buchstaben. Yes. Ja. It happens. Es ist geschehen. But what is the spiritual connotation to us today? Doch welche geistliche Bedeutung haben diese geschichtliche Geschehen für uns heute? We have enemies. Wir haben Feinde. But where are the enemies? Doch
wo sind die Feinde? It's not your brother or your sister. Die Feinde sind nicht den nächsten Menschen zu linken oder zu rechten oder zu Männlein, Weiblein. It's not the systems of this world. Nein, dein Feind sind nicht die Systeme dieser Welt. It is the concept. Nein, es ist das Konzept. It is the notions. Es ist der, ich sag mal so, die Gedankenwelt. It is the opinions. Es ist es sind die Meinungen. That has become adversarial to their true nature, which is Christ. Nämlich, es sind die Meinungen, die deiner wahren Natur feindlich geworden ist, nämlich Christus. So these are the things that wars. Also das sind die Dinge, die Kriege in dir führen. Against you. Und zwar gegen dich. The true Israel of God. Und zwar du, dein wahres Du, das wahre Israel Gottes. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, in Acts 14, the verse number 22. In Apostelgeschichte 14, Vers 22. It says that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Denn hier heißt es, und zwar durch sehr starken Bedrängnis in das Reich Gottes hineintreten müssen. Amen. Amen. You see, it's not tribulation against anything is within you. You know, I've demonstrated to you that salvation is from within. Denn ich habe euch gezeigt, dass die Errettung aus dem Innern geschieht, aus dem Herzen. Doch die Bedrängnisse, die zu dieser Errettung, also die auf dem Weg zu dieser Errettung führt, sind genauso in dir drin. You see, I always insist. Ich bestehe immer drauf. In the verse in Romans 8, the verse 35. Nämlich in Römerbrief 8, Vers 35. I always insist something. Also da bestehe ich immer auf etwas drauf. I don't know whether people get it. Ich weiß nicht, ob die Menschen das begreifen. See how Paul said it. Und schaut euch mal an, wie Paulus das zum Ausdruck bringt. He said, who shall separate us from the love of Christ? Hier stellt Paulus die Frage, wer wird uns von der Liebe Christi scheiden? Who? Wer? I emphasize the who. Und ich hebe immer diesen wer hervor. Because who is an opinion. Denn wer ist eine Meinung. Is an opinion of a person. Denn wer steht für die Meinung einer anderen Person. It can be your father or your mother. Es kann auch dein leiblicher Vater oder deine leibliche Mutter sein. It can be your friend. Es kann dein Kumpel sein, dein sag mal so, dein Bekanntschaft. It can be the system of the nation in which you are living. Es kann auch das System der Nation, in der du wohnst, sein. And that who, und dieses wer, is what Paul enumerates in when he says shall tribulation, because that who will bring trouble, will bring tribulation to you, it will bring distress, it will bring persecution, it will bring famine, it will bring nakedness, it will bring peril, it will bring sword. Und genau dieses wer hat Paulus in den fortfolgenden Versen bzw. in den nächsten Worten erläutert. Denn es ist genau dieses wer, der Schwert, Bedrängnis, Nachtsein, Blöße, Ärgernis, und zwar gesundheitliche Herausforderung, der all diese Kriege in dir bringen würde. Amen. Amen. So he says who? Also stellt er die Frage, wer? Shall separate you. Wer scheidet dich? From the love of Christ. Von der Liebe Christi. Amen. Amen. You have been apprehended by Christ. Du wurdest schon durch Christus aufgenommen. Christ is in you. Christus ist in dir. Yes, in this world. Ja, auf dieser Welt. You will know tribulation. Wirst du Bedrängnis kennen. You will know distress. Ja, du wirst Stress kennen. You will know peril. Du wirst auch Ärger kennen. Huh? You will know sword. Du wirst auch Schwert kennen. You will know famine. Du wirst auch Hungersnot kennen. But Christ, doch Christus, is your true nature. Er ist deine wahrhaftige Natur. Is your joy. Er ist deine Freude. Is your peace. Er ist dein Frieden. Is your righteousness. Er ist deine Gerechtigkeit. Is your value. Er ist dein Wert. Is your glory. Er ist deine Herrlichkeit. Halleluja. Amen. Is your provision. Er ist deine Versorgung. Is your blessing. Er ist dein Segen. That is the true you. Aber genau das ist dein wirkliches Du. Yes. Ja. There is a war raging. Gibt es einen Krieg, der tobt? It's more than any physical war that we can witness. Und dieser Krieg, der in dir tobt, ist viel größer als jeglicher körperlicher Krieg, den man erleben kann. Is in you. Denn dieser Krieg ist in Nobody dir. Can fight that war. Dieser Krieg for you. Kann niemand für dich führen. Halleluja. Amen. You must know. Denn das musst du kennen. That salvation has come. Dass Errettung gekommen ist. To stay.
um in dir zu bleiben. And for the salvation to be manifested. Doch damit diese Errettung sichtbar ist, erlebbar für dich. There is that war. Gibt es diesen Krieg? You see, in the parable of the sower. Nämlich in der Gleichnis des Sämanns. You see, in Matthew 13, the verse 21. In Matthäus 13, 21. You know, Jesus says tribulation arises because of the word. Hier sprach Jesus, dass Bedrängnis ist gekommen, und zwar aufgrund des Wortes. And by, he was, you are offended. Und letztendlich ist der Mensch beleidigt. You see, tribulation arises. Denn warum? Bedrängnis ist hochgekommen. Because of the word. Aufgrund des Wortes. We know the word is Christ. Und wir erkennen, dass das Wort Christus ist. The word is a resurrection. Das Wort ist die Auferstehung. So for the word to arise. Damit das Wort aufsteht in dir. Instead is tribulation. Stattdessen Bedrängnis in dir. Because you are offended. Warum? Weil du beleidigt bist. That the word tells you. Aufgrund dessen, weil das Wort dir etwas sagt. That you are blessed. Dass du gesegnet bist. That you are blameless. Dass du schuldlos bist. That God loves you. Dass Gott dich lieb hat. That you are powerful. Dass du kraftvoll bist. You get offended. Dann wirst du beleidigt. And so you enter into depression. Und was geschieht mit dir? Du gehst in die Depression ein. Huh? See again what Paul says. We need to settle this. Denn diese Sache muss man wirklich regeln. You know, Romans 5. Wir schauen uns Römerbrief 5 an. Romans 5, the verse number 4, number 3. Also Römer 5, Vers 3. You know, you may have read this, you know, you may have read this verse, but you don't really understand. Today you will get it. Also du mag ja diesen Vers gelesen haben und nicht begriffen haben. Heute bist du befreit. It says, and not only so, but we glory in tribulations also. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Because in the world. Denn warum in der Welt? It's tribulation. Gibt es Bedrängnis? Tribulation. Bedrängnis means the ideas, the different opinions. Steht für die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Ideen. They pressure us. Was tun sie? Sie drängen sich an uns. But Paul says, Dr. Paulus spricht, that not only so, we glory in those pressures. Und zwar, wir rühmen uns, sagte er, auch in diesen Bedrängnissen. Knowing that tribulation worketh patience. Da wir wissen, da wir der Erkenntnis sind, dass die Bedrängnis ausharren, Geduld auswirkt. Amen. It's a good fight. Also es ist ein guter Kampf. Huh? Amen. 1 Timothy 6, 12. Also 1 Timotheus 6, 12. Fight the good fight of faith. Führe den guten Kampf des Glaubens. Halleluja. Amen. So in the world. Also auf der Welt. When there's tribulation. Wenn es Bedrängnis herrscht. You fight. Was geschieht? Du kämpfst through the glory of God. Und zwar aus der Herrlichkeit Gottes. God's opinion of und you. Zwar aus Gottes Meinung von dir kämpfst du. Against the tribulation. Und zwar gegen die Bedrängnis. That's why he says we glory. Deswegen heißt es, wir rühmen uns. In tribulations. Auch in Bedrängnis. Knowing that tribulation worketh patience. Mit der Erkenntnis, dass Bedrängnis ausharren bewirkt. And patient. Und ausharren. Experience. Bewährung. And experience. Und Bewährung. Hope. Hoffnung. And hope. Und Hoffnung. Make it not ashamed. Lässt nicht zu Schande. Because which hope is that? Denn welche Hoffnung ist das? Is the hope of Christ in us. Denn das ist die Hoffnung Christi in uns. Christ our hope. Christus unsere Hoffnung. Full of glory. Voller Herrlichkeit. It says, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Wow. Halleluja. Halleluja. So Jesus, also Jesus sat down, saß sich hin. Now we saw, oder setzte sich hin, und wir haben gesehen, we saw the judgment of Moses. Also wir sahen wirklich den Richterstuhl Mose. Cannot do anything. Und wir sahen, dass dieser Stuhl kann nichts bewirken. Cannot bring us to salvation. Dieser Stuhl kann nicht, also dieses Urteil aus dem Richterstuhl Mose kann uns nicht zur Errettung führen. And now we want to look at Jesus' judgment. Nun, wir möchten Jesus' Gericht anschauen. And so the Bible says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. So, wir lesen Matthäus 24, wir fangen mit Vers 1 an. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg
Und seine Jünger traten zu ihm, und um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Amen. Amen. You see, Jesus, Jesus is salvation. Ist Errettung. From within. Aus dem Inneren. And we are. Und wir. The temple of God. Wir sind Gottes Tempel. Amen. Amen. You see, Paul says we are the temple of the living God. Paulus spricht zu uns und sagt, wir sind der Tempel von dem lebendigen Gott. 1 Corinthians 3:16. Das finden wir in 1. Korinther 3:16. And Jesus, und Jesus is salvation. Jesus ist Errettung. And so the Bible says that he departed from the temple. Jesus sagt, also die Bibel sagt, dass er und zwar hinaustrat aus dem Tempel. So this simply means it's us when we are out of the Christ consciousness. Also hier steht für uns da, wenn wir das Bewusstsein Christi rausgetreten sind. Amen. So when we are out of the awareness of Christ, wenn wir raustreten aus dem Bewusstsein, aus der Wahrnehmung Christi. And so the Bible says, and his disciple came to him to show, for to show him the buildings of the temple. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Now, when you are out of the consciousness of Christ, wenn du das Bewusstsein Christi verlässt, what is outside, das was äußerlich ist, what is external, was äußerlich von dir becomes ist, appealing, wird nun anziehen, wird nun attraktiv. You become interested. Ja, also dein Interesse geht nun dem äußerlich. To the things of the external. Und zwar zu den Dingen, die man äußerlich vorfindet. Amen. Amen. In the things of religion. Und zwar in den Dingen der Religion. And this is what is happening. Aber genau das geschieht jetzt. We are the temple of God. Wir sind Gottes Tempel. And if we are not conscious of Christ, und wenn wir uns nicht Christus bewusst machen, being in our house, dass Christus sein Zuhause bei uns hat. We begin to see the external things. Was geschieht mit uns? Wir fangen an, äußerliche Dinge zu bewundern. And so, wow. Und wir sagen, wow. Look at the blessing. Schau dir mal den Segen an. Look at the car. Schau dir mal die Autos an. You know, look at the buildings. Schau dir mal die Gebäude an. Look at that church. Schau dir mal diese Kirchengebäude an. You see, we begin to embark in religious things. Und so fangen wir an, in die Religion einzutreten, und zwar die Religion von äußerlichen Dingen. You see, with all humility. Mit aller Demut. You see, I don't do this. Das tue ich nicht. That's why I want to appeal with you. Und deswegen möchte ich euch anflehen. It's not a criticism. Es soll ja keine Kritik sein. It's not my right to do that. Denn warum? Mir steht es nicht zu, euch zu kritisieren. But I'm just bringing it so that you can see something. Doch ich mache diese Darstellung, damit es klar ist, was Jesus hier meint. You see, when we become interested in, you know, the external things like the anointing oil, like the what they call the mantle, by all these, you know, all these external things, you see, we have lost the consciousness of Christ. In other words, this is actually the picture that Jesus is pointing to us, that he has walked out of the temple. And because he has walked out of the temple, now the disciples, the children of God, comes to him, you see, and begin to ask him question about building, about external things. So, und dementsprechend, wenn unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuneigung von Christus wegweicht und es geht zu gewissen Praktiken, wie zum Beispiel Salbungsöl oder heiliges Wasser oder Mantel oder gewisse Materie, die man verwendet, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir tatsächlich nicht mehr nach innen schauen, sondern wir schauen nach außen. Das ist der Grund, warum es hier heißt, dass als Jesus von dem Tempel wegging, was haben ihm seine Jünger gezeigt? Sie haben die Äußerlichkeit von den Gebäuden gezeigt. Das heißt, das Interesse war nicht mehr auf Christus fokussiert. Das Interesse war nun, was gibt es außen zu sehen? Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. And so Jesus said, und da sprach Jesus. You know, in Mark 14. In Markus 14. The verse number 58. Vers 58. You see, so it was reported of Christ, actually, during his trial before his crucifixion. Also, vor der Kreuzigung Christi wurde über Christus berichtet. He says, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands,
And within 3 days I will build another made without hands. Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Amen. Amen. You see, so the focus, also der Fokus of Jesus discussion in Matthew 24, von der Unterhaltung Jesu in Matthäus 24, is the temple, war der Tempel. You see, because the temple is the last, you know, is the last thing. Denn der Tempel steht für das letzte Sache. That needs to be taken away in order for the age of the Jews, the age of the religion to be passed by, to be, you know, to be completely become obsolete. Der Tempel, was wenn dieser entfernt wird, dann ist tatsächlich das jüdische Zeitalter vorüber. Amen. Amen. So our religious thinking, also unser religiöses Denken, you see, goes on in our temple, findet in unserem Tempel, and so, in unserem Körper statt. In order for us to come into the kingdom age, doch damit wir in das Reich Gottes, also in dem Reich Zeitalter reinkommen. You see, the idols that have taken place in the temple of God, denn die, sag mal so, die Götzen, die Platz gefunden haben in Gottes Tempel, needs to be completely, you know, taken out or needs to be destroyed. Sie müssen zerstört werden. There must be a transition. Es muss einen Übergang aus dem Götzendienst zu Gottesdienst stattfinden. Hallelujah. Amen. You see, that is why I just want to step ahead of myself so that we get the point. Ich möchte ein bisschen hervortreten, also vor mir treten, damit wir den Punkt begreifen. You see, in the book of Revelation, in Offenbarungsbrief, in Revelation 21 to 22, also Offenbarungsbrief 21 und 22, the Bible says that the temple of God, die Bibel berichtet über Gottes Tempel, has become Christ, das ist Christus geworden. Amen. Amen. So we have become the temple, also wir sind der Tempel. You see, so the whole, you know, revelation of Christ, also die Offenbarung Christi, is for the temple of Christ, the temple of God, which is you and I, ist dafür da, damit der Tempel Gottes, wir auch du und ich sind, to be purged out, damit sie gereinigt sind, to be cleansed, damit sie, also sag mal so, also gesäubert sind. Amen. Amen. Let's look at some few, because we need to take our time, please. Also bitte, wir brauchen wirklich hier Zeit zu nehmen, damit wir das erläutern. Look at Malachi. Wir schauen uns Malachi. Malachi 3. Malachi 3. We don't have to rush. We're going to rush the Matthew 24, but we need to get the point first before we explain certain things there. Ja, es ist wichtig, dass bevor wir Matthäus 24 weiter erläutern, dass wir gewisse Dinge, also gewisse Vorinformationen holen und auch begreifen. Now look at Malachi 3. Malachi 3, bitte aufschlagen. The verse number 1. Wir schauen uns Vers 1 an. It says, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple. You see, so that is why I said the resurrection is the second coming. You see, the second coming of Christ, salvation will come into the temple of God. So this is what Malachi is saying. Malachi, remember, is one of the prophets that was sent to the fathers to fulfill or to prophesy of the promise to the Father, which is the kingdom of God. And so he says, and shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Hallelujah. Hallelujah. Malachi 3, 1, siehe, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg vor mir her bereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Bitte nicht vergessen, Malachi ist einer der Propheten, der auch nämlich den Vätern, ja, erstmal die geforscht haben, aber auch den Vätern die Verheißung dargebracht haben. Und diese Verheißung ist wer?
Jesus Christus. Amen. Amen. The verse number 2 says, but who may abide the day of his coming? Und hier heißt es, wer aber kann den Tage seines Kommens ertragen? Bitte denkt dran, wir haben gesagt, auch die Auferstehung ist die Ankunft, die zweite Ankunft Christus. Und dieser Ankunft ist nicht körperlich, sondern geistlich. Amen. It's coming from within you. Das heißt, Christus kommt aus deinem Inneren. Who may abide the day of his coming? Ja? Also wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? And who shall stand where he appeared? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Ah, Halleluja. Ah, you see, so he said, who? So he's talking about the who there is the opinions. He's talking about, you know, we read in Romans 8, the verse number 35, the who is the tribulation, the sword, the nakedness, and all these things. He said, who shall stand? Which opinion shall stand? Which sickness shall stand? Which poverty shall stand? What problem shall stand? When Christ arises within you, glory be to God. When he arises within you, everything that is troubling you will begin to give way. And this is the coming, this is the second coming that you and I need to expect, because Christ is coming again, not with sin, not to judge sin, but unto salvation. Hallelujah. Glory be to God. Und dementsprechend ist es hier wichtig zu begreifen, wir haben in Römer 8, Vers 38 und 35 bis 39 erklärt, nämlich, dass wer soll euch nun von der Liebe Christi scheiden? Und die Erklärung dazu haben wir gesehen, das war ein Schwer, das war ein Bedrängnis und. Und hier heißt es, wer aber kann den Tag des Herrn des Kommens ertragen? Wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Warum? Welcher Meinung? Welche Krankheit? Welche Bedrängnis? Was auch immer der Mensch bis jetzt erlebt hat, kann den Tag des Herrn, das Kommen des Herrn aus deinem Innern. Denn deswegen sprachen wir ja auch über die zweite Ankunft. Er kommt aus deinem Innern, und wenn er erscheint aus deinem Innern und er wird deine Realität, deine Wahrnehmung, welche Krankheit, welche Bedrängnis, welches Leiden, welche Armut, was auch immer der Mensch bisher durchgegangen ist, welche wirtschaftliche Situation, welcher Coronavirus, was für eine Sache kann gegen Christus, der aus deinem Innern hervorkommt, bestehen? Gar nichts. You see, so that you know, for those who are maybe you following us for the first time, you know, we talk about the second coming. This is what is a preaching that we held last week Wednesday, and we actually explain it with this verse. So please jot this verse so that you follow us and you are like, you know, like freaking out, you know. So für diejenigen, die zum ersten Mal wirklich uns zuschauen, herzlich willkommen übrigens. Und das ist eine Predigt, die wir, also eine Lektion, die wir letzten Mittwoch, nämlich die zweite Ankunft Christi, gehalten haben. Also notiert euch diese Bibelstelle, denn das ist sehr wichtig, damit ihr nicht wirklich auseinander gerät und sagt, wie die zweite Ankunft Christi, der ist schon da, ich dachte, der kommt erst. Nein, es ist wichtig, dass ihr, und übrigens, ich empfehle, dass ihr auf unserer Seite nochmal geht, nicht nur teilen, sondern auch selber anschaut. Sondern schaut euch das mal an, denn das bringt Feuer in euch. Amen. You see, we continue in Malachi. It says, for he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Amen. In Malachi 3, Vers 2 fortfolgend, denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers, wie das Laugensalz von Wäschern sein. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. He's a refiner's fire. Er ist das reinigende Feuer. That is why John the Baptist said, the one that comes after me, I am not worthy to unlace his lace. Why? Because he will not baptize you with water. He will baptize you with the Holy Ghost. You see, the Holy Ghost is the coming down of fire from above. The kingdom of God comes to dislodge any other kingdom, to dislodge every other nation. That is why in the book of Matthew 24, you will see wars, and this war is the Holy Ghost, which is your true nation, which is your true kingdom. He's fighting against another kingdom, which is on your thoughts, you know, that you have taken from your parents, from the society and all these things. Amen. I want you to understand this. Glory be to God. Ehre sei Gott. Und dementsprechend ist es wichtig auch zu begreifen, dass Johannes der Täufer gesagt, seine Schuhlatschen,
Also seine Schuhe bin ich nicht würdig, nämlich zuzubinden. Warum? Ich taufe mit Wasser, doch der tauft mich mit dem Heiligen Geist, mit Feuer. Und der Heilige Geist ist die Taufe, die man bekommt, wo wirklich das Reich Gottes wie Feuer in dir Platz nimmt. Das heißt, alle anderen Reiche, alle anderen Meinungen, alles, was bisher dich beherrscht hat, was dein Leben, die Regierung bis jetzt inne gehabt haben, jetzt findet ein Regierungswechsel statt. Und deshalb in Matthäus 24, die Kriege und die Gerüchte der Kriege, die du hörst, das sind die Widerstände, die Meinungen, die du aus deinem Elternhaus, die Meinungen des Landes, die Meinungen des Arbeitgebers, die Meinungen von vielen anderen, dein Kumpels, Stammtisch und alles, Meinungen, die dich bis jetzt geformt haben, die Widerstand leisten. Der Heilige Geist wie Feuer kommt und reinigt sie alle raus. Und deshalb, die Widerstand ist der Heilige Geist, der auch in dir und für dich kämpft. Und zwar gegen das, was, gegen die ganzen Bauwerke, die Meinungen, die Festungen, die in dir drin waren, die nicht weggehen wollen, aber weil Gott stärker ist, Kraft, also Platz machen müssen. Halleluja. Amen. Der Vers Nummer 3. Vers 3. Es ist, and he shall sit as a refiner and purifier of silver. Und hier, in Vers 3 heißt es, und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Amen. Amen. You know, silver is a symbol of redemption. Denn Silber steht für die Erlösung. Halleluja. Amen. So he will refine and purify. Also er schmelzt und reinigt. Amen. Amen. And he says, and he shall purify the sons of Levi. Und hier heißt es, er wird nämlich auch die Söhne Levis reinigen. And so who are the sons of Levi? Und wer sind die Söhne Levis? They were priests. Die waren Priester. And so today the Bible says that through the blood of Jesus Christ we have been redeemed from tribes, from tongues, and we are now priests and kings. So he's talking about the priest, those who stands and minister before the Father. We minister in the tabernacle, in the temple of God that we are. We are ministers of God. So what is he saying? He said when he comes in, he will not only be a refiner, but he will also be a purifier of the priest. Hallelujah. He's purifying you right now. So just give way that Christ within will come forth. Amen. Einfach von hinten vorweggreifen. Gib Christus den Platz, damit er dich wirklich durchschmilzt. Alles, was nicht Christus ist, aber auch dich reinigt und dich für sich behält. Denn der Punkt ist, so wie es hier steht, nämlich die Söhne Levis wird er reinigen, er wird sie läutern. Wer sind denn die Söhne Levis? Das sind die Priester. Und bitte denkt dran, durch das Blut Christi wurden wir zur königlichen Priesterschaft gemacht. Das heißt, wir sind die Priester heute. Und wir dienen in Gottes Tempel. Das bedeutet, in unserem Körper, wo Gott wohnt, da dienen wir. Doch damit wir dienen können, was tut er? Er reinigt, er schmilzt alles weg und er reinigt. Halleluja. Das ist sein Werk. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Hey. You know, when we were in Israel, als wir noch in Israel waren, in a time of prayer, zu einer Gebetszeit, a prophetic word came. Da kam ein prophetisches Wort. And this word was just this. Und folgendes war dieses Wort. The fire will do its work. Nämlich das Feuer tut sein Werk. And you see, one of the sisters who was in that prayer session. Und einer der Schwestern, die in dieser Gebetszeit war. He sent me today. Sie schickte mir heute. You know, a text and said the fire will do the work. That she just. I mean, the Spirit just remind her of the word and you just send it to me and say, the fire will do the work. Und da sagte sie, oh, der Geist Gottes hat mich erinnert, nämlich über dieses Wort, was prophezeit wurde. Deswegen habe ich dir einfach mal einen Text geschickt, nämlich, das Feuer tut sein Werk. So I want to tell you, the fire will do the work. Und ich sage dir, das Feuer tut das Werk. Allow the Spirit of God. Lass den Geist Gottes zu. In his temple. In seinem Tempel. Habakkuk
2, the verse 20. Das finden wir in Habakkuk 2:20. It says the Lord is in his holy temple. Nämlich der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Be silent. Sei still. Hallelujah. Amen. All this turmoil in your head. Also all diese ganzen Tumulte in deinem Kopf. All these anxieties. All diese ganzen Bedenken und, Sorge. What is going on? Bezüglich was gerade los ist. Take away your mind from it. Nimm deine Gesinnung davon weg. The Lord is in the temple. Der Herr ist in deinem Tempel. The fire will do the work. Das Feuer tut sein Werk. It will burn every disease. Es also brennt alles nieder an Krankheit. Ah, ich sag's dir. God is a consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. He doesn't consume man. Er verzehrt nicht den Menschen. Huh? Mm-hmm. You don't have an external enemy. Du hast keinen äußerlichen Feind. And purge them as gold and silver. Und sie läutern wie Gold und wie Silber. That they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So dass sie, Männer, also Menschen, werden die dem Herrn Opfergaben und zwar in Gerechtigkeit darbringen. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. You see, so this is what Jesus was actually, this is what he was trying to bring to us, you know, in his discourse in Matthew 24. Und genau das brachte Jesus in seiner Unterhaltung in Matthäus 24. And so then he says in the verse number 2. Wir gehen nochmal zurück zu Vers 2 von Matthäus 24. We're going to round up because it's almost 2 hours now. Und wir werden gleich schließen, denn es ist fast 2 Stunden. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Und da meinte Jesus zu ihnen, denkt bitte dran, die Jünger haben ihn auf die Gebäude hingewiesen. Und da meinte Jesus zu ihnen, betrachtet diese Dinge nicht. Ah? Mhm. Don't put your attention to these things which are external, to the religion, the religious activity. So he says, don't put your mind in all these things. Also seht ihr nicht dieses alles? Also es ist wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus nicht auf die Äußerlichkeiten legen. Don't be impressed by all this beauty and physical largeness. Also lass dich bitte nicht durch die körperlichen und ich sag mal so physischen Schönheit wirklich weggeführt werden. Let it be meaningless to you. Lasst all das für euch bedeutsamlos sein. You see, this is one thing that has characterized, you know, myself and the ministry. I've come to understand that. Denn genau das ist eine der Sachen, die mich wirklich geprägt hat im Dienst. Amen. Amen. Is Christ in us? Es ist Christus in uns. That is my focus. Genau das ist mein Fokus. This is what we will preach. Aber genau das predigen wir. Until Christ arise in you. Und zwar bis Christus in dir aufsteht, auferweckt ist. I don't care. Mich kümmert es nicht. The beauty of the external religion. Also wie schön die äußerliche Religion sein mögen. I don't care. Mich kümmert whether es nicht. Whether it's one or two people who understands me. Ob es nur eine Menschen oder zwei Personen, die mich verstehen. But they will understand. Doch sie werden verstehen. The majority will come to this truth. Also die Mehrheit wird zu dieser Wahrheit kommen. When we will realize. Wenn wir feststellen. That the earthly things. Dass diese irdischen Dinge. Has got nothing. Sie haben nichts in no sich. Substance of salvation. Sie haben nichts Wirkliches der Errettung in sich. Huh? Have you not realized that all what we have cannot save us from this coronavirus? All of us, we've run into our homes. Habt ihr noch nicht festgestellt, dass all dem, was wir haben, physisches oder körperliches, kann uns von dem Coronavirus nicht retten oder nicht helfen? Jeder ist in seiner eigenen Wohnung, in einem eigenen Zuhause geflüchtet. Amen. Amen. Of course, when you get to the place where you understand your inner life, it doesn't mean you despise the things outside. It is just the priorities. It is the sequence that Jesus says, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and the things will follow. Not follow the external things that the Gentiles follow, and then you will enter into the kingdom of God, which is salvation. No, he says that salvation first, the kingdom of God, and then. So this is the sequence that we don't need to lose.
Und, und tatsächlich ist es wichtig für uns zu begreifen, wir sind nicht gegen physischen oder materiellen Sachen. Wir sind nicht dagegen, nur die Reihenfolge, die Priorität, was kommt zuerst, ist genau das, was wir hervorheben. So wie Jesus gesagt hat in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Königreich. Und was ist der Königreich? Die Errettung in dir, Christus in dir und seine Gerechtigkeit. Und was geschieht? All diese Dinge, wenn man die Unterhaltung von Vers 25 fortfolgt, was würde man denn finden? All diese Dinge, sie werden dir hinzugefügt werden und nicht umgekehrt. Erstmal die Dinge nachjagen und dann, damit du gerecht wirst. Nein, so funktioniert es nicht im Reich Gottes. Amen. Amen. This is they shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf den anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Amen. Amen. So Jesus is in the structure of religion. Also Jesus sagt, die Struktur der Religion will be overturned. Sie werden niedergeworfen. Will be cut off. Sie werden zerstört. He says there is no stone. Es gibt keinen Stein. Stone talks of rigidity. Denn Stein steht für Festigkeit. You see, when Jesus was in the tomb, it was a stone that blocks the mouth of the tomb. Ja, denn als Jesus in der Gruft war, es war ein Stein, was vor dieser Gruft gestellt wurde. It talks of law. Das spricht für das Gesetz. Judgment. Urteil. Without mercy. Und zwar Urteil ohne Gnade. Condemnation. Verdammnis. It is this stone. Er sagte diesen Stein. Which has built your kingdom, your temple. Also wodurch dein Tempel gebaut wurde. It says all will be turned. Sie werden alle niedergeworfen. Halleluja. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr Jesus. Thank you, Father. Hab Dank, Vater. Glory be to God. Ehre sei Gott. The Lord is good. Der Herr ist gut. You know, we've just scratched, you know, the surface. Also wir haben nur die Oberfläche gekratzt. So that we continue. Damit wir das fortsetzen. Our discourse in Matthew. Now we've landed in Matthew. Also nun wo wir in Matthäus 24 angekommen sind, wir werden unsere Unterhaltung dort fortsetzen. We pray in the name of Jesus. Wir bitten in dem Namen Jesu. For a paradigm shift. Nämlich für eine dauerhafte Änderung. That you will shift from outside. Dass ihr übergeht von dem Äußerlichen. In the inside. Wirklich zum Innerlichen. That you will walk forth. Damit ab heute ihr wandelt. By the power of the Holy Spirit. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes. As you hold on to Christ. So wie du Christus festhältst. The righteousness, die Gerechtigkeit, the peace, der Friede and the joy und die Freude in the Holy Ghost. Im Heiligen Geist. Thank you, Father. Hab Dank, Vater, that you've opened the eyes of your people, dass du die Augen deines Volkes geöffnet hast. And that every false temple, dass jeder falsche Tempel is broken down, zerstört ist. Jesus in Jesu Namen. Thank you, Father. Hab Dank, Vater, in Jesus' name. In Jesu Namen.